88, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessen tritt Antisemitismus entschieden entgegen. 1963/19. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der CDU, Michael Boddenberg. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Wiedererrichtung jüdischer Gemeinden in Deutschland nach 1945 ist ein historischer und keinesfalls selbstverständlicher Glücksfall für unser Land. Die Vielzahl der seitdem in unserem Land neu gebauten jüdischen Synagogen, Kindergärten, Schulen, Museen und Kultureinrichtungen zeugen heute von einem sehr lebendigen und vielfältigen jüdischen Leben in Deutschland. Die jüdische Gemeinde hier in Hessen zählt zu den mitgliederstärksten und aktivsten in ganz Deutschland. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch das ist, wie ich finde, ein großes Glück für uns und für unser Land. Auf der anderen Seite müssen wir jedoch feststellen, dass so gut wie keine dieser Einrichtungen, und das kann man sich beispielsweise in Frankfurt am Main an vielen Stellen anschauen, aber auch in vielen anderen Kommunen, ohne Sicherheitsmaßnahmen, ohne Polizeischutz auskommt. Ich finde, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Entwicklung schauen wir schon sehr viel zu lange zu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir in diesen Tagen über all die Dinge reden im Zusammenhang mit antisemitischen Übergriffen, ist längst überfällig. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 1.453 antisemitische Straftaten verzeichnet. Jede einzelne dieser Straftaten ist entsetzlich und muss einen Aufschrei unserer gesamten Gesellschaft hervorrufen. In den sozialen Netzwerken kursieren antisemitische Stereotypen und Verschwörungstheorien, Verleumdungen und Hasskommentare bis hin zu offenen Aufrufen zur Gewalt. Immer deutlicher treten neben Rechts- und Linksextremisten dabei auch muslimische Zuwanderer mit antisemitischen Hassbotschaften und Übergriffen in Erscheinung. Der Antisemitismus hat dabei viele Gestalten. Er reicht vom offenen Rassismus in der geistigen Tradition der Nationalsozialisten und des Nationalsozialismus bis hin zum Antizionismus. Meine Damen und Herren, das will ich sehr deutlich sagen, der die grundsätzlich legitime Kritik an israelischen Politiken mit antisemitischen Ressentiments in Verbindung bringt. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, reihen sich für diese Ressentiments und antisemitische Gewalttaten und Worte und Hasstiraden ein in das, was wir von Linksextremisten bis Rechtsextremisten, eben halt auch zu Islamisten leider in diesen Tagen zunehmend zur Kenntnis nehmen müssen. Gerade junge Menschen, meine Damen und Herren, müssen deshalb aufgeklärt werden, und ihnen muss ein Wertesystem vermittelt werden, das Orientierung bietet und sie auf die historische Verantwortung aus dem Zivilisationsbruch der Shoah verpflichtet. Die Schulen, aber auch die gesamte Gesellschaft haben die jungen Menschen dabei zu befähigen, die beispiellosen Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus und die daraus resultierenden Folgen einzuordnen und die entschiedene Absage an alle Formen von Antisemitismus und Judenfeindlichkeit als selbstverständliche Verpflichtung aufzufassen und die Beziehungen zu unseren jüdischen Mitbürgern nach den Grundsätzen der gegenseitigen Achtung und Toleranz zu gestalten. Ganz in diesem Sinne hat an den hessischen Schulen seit vielen Jahren auch die Erinnerungspädagogik einen besonderen Stellenwert. Der Besuch von Konzentrationslagern wird finanziell unterstützt und dringend empfohlen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tatsache, dass der Kultusminister die Schulen aufgefordert hat, antisemitische Vorfälle zu melden, reiht sich ein in eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ich hoffe, und davon gehe ich fest aus, einen grundsätzlichen Konsens auch hier im Hause finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zuletzt will ich sagen, während das entschiedene Eintreten gegen Antisemitismus, das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und die historisch-moralische Verpflichtung aus der Shoah in Deutschland in einen unverrückbaren gesellschaftlichen und politischen Grundkonsens wurzeln, gehören in zahlreichen Staaten des Nahen Ostens und der arabischen Halbinsel Judenfeindlichkeit und der Hass auf Israel leider immer noch zum Selbstverständnis einer zum Teil großen Bevölkerungsmehrheit. Dort wird der Hass auf Israel und auf die Juden jungen Menschen häufig schon im Elternhaus, in Schulen, über die Nachrichtensender oder leider auch Hassprediger in den Moscheen vermittelt.
Ihre Anschauungen, die der jungen Menschen und Sichtweisen und Überzeugungen sind, vielfach über diese jahrelange Indoktrination judenfeindlicher Gesellschaften geprägt. Auch das ist sehr zu begrüßen, meine Damen und Herren, dass der Kultusminister das in die Empfehlung und in die Richtlinie, den Erlass an die Schulen aufgenommen hat, dass Äußerungen antisemitisches Verhalten in diesem Zusammenhang ebenfalls zu melden ist. Die neuen Formen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich meine letzte Bemerkung in der Aktuellen Stunde, des von Flüchtlingen und Zuwanderern importierten Antisemitismus werden sich allerdings nicht nur in pädagogischen Ansätzen an den Schulen bekämpfen lassen, sondern sie bedürfen der unnachsichtigen Strenge und konsequenten Härte des Rechtsstaates. Wer jüdisches Leben in Deutschland ablehnt oder das Existenzrecht Israels infrage stellt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und in unserem Land. Die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland, das Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel und der entschiedene Kampf gegen alle Erscheinungsformen des Antisemitismus sind keine Gegenstände politischer Diskussion, sondern unverrückbare Eckpfeiler unserer Werteordnung in Deutschland. Antisemitismus ist die Gemeinsamkeit aller Extremisten. Der Kampf gegen den Antisemitismus ist die Gemeinsamkeit aller Demokraten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Freien Demokraten in Deutschland lehnen jede Form des Antisemitismus, ob das physische Gewalt ist oder Schmähung, entschieden ab und treten dem überall in unserem Land entgegen. Umfragen haben ergeben, dass 20% unserer Bevölkerung antisemitischen Einstellungen immer noch zustimmen. Charlotte Knobloch, ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hat bereits 2007 erklärt, es scheint, als würden in Deutschland gerade die letzten Tabus fallen. Über was wir heute reden, ist nicht erst entstanden durch die Bilder in Berlin, die uns alle schockiert haben. 2015 hat der Zentralrat der Juden den Juden in Deutschland empfohlen, in gewissen Regionen unseres Landes die Kippa nicht mehr öffentlich zu tragen. Das ist nicht gestern gewesen, das ist bereits einige Jahre her. Wie hat die Bundesregierung reagiert? Die Bundesregierung hat reagiert, dass sie diesen Auswüchsen entschieden mit aller Härte des Rechtsstaats entgegentreten will. Vor 3 Jahren. Scheinbar ist es nicht ausreichend gewesen, zumindest das, was wir jetzt feststellen konnten. Meine Fraktion hat seit vielen Jahren eine traditionelle Beziehung zum Staat Israel. Jede Legislaturperiode besuchen wir einmal Israel. 2012 war ich das erste Mal mit dabei und war das erste Mal in meinem Leben in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte. Als Resultat dieses Besuches hat meine Fraktion eine Kooperation hessischer Schulen angeschoben mit Yad Vashem. Und wir sind dankbar, dass der hessische Kultusminister die auch fortgesetzt hat. Was ich leider nicht verstehen kann, dass der Erlass im Kultusministerium immer noch in der Erarbeitung ist, wo es um die Sensibilisierung zum Thema Antisemitismus in unseren Schulen geht und eine Sensibilisierung der Lehrkräfte voranzutreiben zu diesem Thema. Dieser Erlass liegt immer noch nicht vor. Bei unserem letzten Besuch in Israel hatten wir Kontakt mit jungen Menschen, einem Mann und einer Frau, die hier geboren wurden, die hier zur Schule gegangen sind. Und besonders erschüttert hat mich der Bericht einer jungen Frau aus Berlin, die gesagt hat, sie ist ausgewandert aus Deutschland, weil sie keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr in Berlin besuchen kann und benutzen kann, wenn sie den Davidstern trägt, in einer kleinen Kette.
und darum ist sie gegangen, damit sie ihren Glauben in Israel frei leben kann. Das hat uns betroffen gemacht. Wir haben im Januar 2017 nach der Reise eine Anfrage gestellt hier an die Hessische Landesregierung. Die hat ergeben, dass insgesamt 116 Fälle im Kontext von antisemitistisch motivierten Ermittlungsverfahren mit Tatörtlichkeit an hessischen Schulen, also Beamtendeutsch, festgestellt und bekannt geworden sind. Bis Mai 2017 hat die Beantwortung der Anfrage gedauert, und es wurde uns auch mitgeteilt, es gibt kein Register in der Bildungsverwaltung, die solche Vorfälle aufnimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es besteht Handlungsbedarf. Die Hessische Landesregierung mit der Ministerpräsidentin Bouffier hat angekündigt, einen hessischen Beauftragten zur Bekämpfung des Judenhasses in Hessen einzurichten. Er spricht sich dafür aus. Ich nehme an, das wird jetzt passieren. Andere Bundesländer haben das bereits. In der Bundesregierung hat er bereits 2017 mit der Arbeit angefangen. Nein, Mai dieses Jahres. 2017 gab es einen Expertenrat, unabhängiger Expertenkreis Antisemitismus. Der hat diese Empfehlung ausgesprochen. Und er hat noch mehr Empfehlungen ausgesprochen. Zum Beispiel eine Bund-Länder-Kommission, die sich mit dem Thema beschäftigen soll. Meine Forderung an die Landesregierung ist, und ich glaube, jedes Wort, was der Fraktionsvorsitzende hier vorgetragen hat, meine Forderung an die Landesregierung ist es, geben Sie mehr Energie in das Thema. Seit 10 Jahren gibt es Studien über junge muslimische Menschen in unserem Land mit stark antisemitistischen Tendenzen. Kooperieren Sie mit Institutionen, mit dem Kreuzburger Initiative gegen den Antisemitismus. Vernetzen Sie das. Bringen Sie das voran. Gehen Sie aus dem Mittelfeld der Aktion an die Spitze. Seien Sie Vorbild in unserem Land. Das wäre einmal Thema für eine Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident. Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mobbing und Übergriffe an Schulen, verbale und körperliche Angriffe und nicht zuletzt die Echo-Verleihung haben leider abermals gezeigt, dass die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus von höchster Priorität ist. Das Bundesinnenministerium spricht von 1.421 antisemitischen Straftaten allein im Jahr 2017. 1.377 rechtsextreme Täter, 33 Ausländer, 25 religiös motivierte Täter, 17 nicht zuordbare Täter. Die Dunkelziffer der antisemitischen Straftaten dürfte deutlich höher sein. Und die Kritik an der Art und Weise der Statistikführung wird in diesen Tagen immer lauter. Und deswegen will ich auch mit Blick auf die Verteilung in aller Klarheit sagen, für uns kann es keine Toleranz geben, egal welches Motiv und welche Begründung antisemitischen Straftaten zugrunde liegen. Ich will aber auch am heutigen Tage sagen, dass das leider kein neues Thema ist. René Rock hat darauf bereits hingewiesen. Zahlreiche Studien belegen immer wieder, dass ein erheblich antisemitisches Potenzial in Deutschland existiert. Die eigentliche Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es ist ja eben in beiden Reden auch schon angeklungen, ist, warum sind wir eigentlich nicht substanziell in den letzten Jahrzehnten bei der Bekämpfung des Antisemitismus vorangekommen? Eine Teilantwort auf diese Frage lautet aus meiner Sicht, weil es zwar klare Statements gab und gibt, aber wirkliche Konsequenzen selten gezogen wurden. Wir brauchen aber nicht nur klare Statements, sondern wir brauchen Konsequenzen. Dies gilt erstens für die Dokumentationspflicht antisemitischer Vorfälle, gerade an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Behörden. Es gilt für Untersuchungen darüber, beispielsweise die aktuellen Fälle an Schulen, Einzelfälle sind oder ob wir es mit einem systematischen, flächendeckenden Phänomen zu tun haben, das es zu bearbeiten gilt.
Schulen und Behörden dürfen bei solchen Vorfällen aus falsch verstandener Pädagogik nicht schweigen. Sie müssen handeln und anzeigen. Und wir brauchen kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, nicht nur in Sonderprogrammen, sondern regelmäßig. Wir brauchen nicht Rechtsstaatskunde für einige wenige, sondern die Stärkung der politischen und kulturellen Bildung für alle. Weil es doch offensichtlich ist, dass wir es nicht erst mit Ereignissen der letzten 2 Jahre zu tun haben. Bis zu dem Tag, an dem in Deutschland besondere Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen abgeschafft werden können, dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Ich bin daher froh, dass jetzt in vielen Bundesländern und im Bund Antisemitismusbeauftragte berufen werden. Es ist eben schon angesprochen worden, Dieter Burkhardt wurde Ende letzten Jahres in Rheinland-Pfalz als erster Antisemitismusbeauftragter einer Landesregierung berufen. Dr. Michael Blume ist auf der Grundlage einer gemeinsamen Entschließung von Grünen, CDU, SPD und FDP im Landtag von Baden-Württemberg zum Antisemitismusbeauftragten nominiert worden. Vor wenigen Tagen fiel die Entscheidung auf Felix Klein auf der Bundesebene. Auch Hessen folgt jetzt, so die Ankündigung aus der Staatskanzlei, diesem Beispiel. Und ich will unsererseits ausdrücklich sagen, dass wir diese Entscheidung der Landesregierung begrüßen und unterstützen. Mehr noch würden wir begrüßen, wenn wir die Frage der weiteren Konsequenzen gemeinsam auf den Weg bringen würden. Dazu reichen wir nicht nur den Regierungsfraktionen, sondern auch den Oppositionsfraktionen die Hand. Wir begrüßen übrigens auch, dass die Landesregierung, Herr Ministerpräsident, am Tag der Staatsgründung Israels in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt tagt. Noch stärker wäre es gewesen, wenn Landtag, Landesregierung und Staatsgerichtshof an diesem Tag gemeinsam aufgetreten wären. Hessen, so der Titel Ihrer Aktuellen Stunde, tritt Antisemitismus entschieden entgegen. Lassen Sie mich am Ende den Blick ein kleines bisschen mit Blick auf viele Ereignisse in Deutschland und in der Welt in den letzten Tagen und Wochen sagen. Hessen tritt jeder Form der Menschenfeindlichkeit entgegen, egal ob sie ideologisch oder religiös begründet ist. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Berlin wurde ein junger Mann, ein Israeli, angegriffen, weil er eine Kippa trug. Er wurde beleidigt und tätlich angegriffen. Wir verurteilen das auf das Schärfste. Hierfür gibt es keine Entschuldigung und keine Toleranz. Und es ist gut, dass gestern so viele Menschen demonstriert haben in den unterschiedlichsten Städten in Deutschland mit einer Geste. Sie haben eine Kippa getragen. Ich finde, das ist ein starkes Signal, was dort gesendet worden ist. Und das Signal lautet, es gibt nicht die geringste Toleranz für solche Angriffe, und wir stehen nicht nur an der Seite der Juden, wir stellen uns auch vor sie. Wir tragen in Deutschland aufgrund der schlimmsten Menschheitsverbrechen, die Deutsche begangen haben, eine besondere Verantwortung für die Juden in Deutschland. Damals, in der Zeit des Nationalsozialismus, hat die Mehrheit der Deutschen die jüdischen Freunde, die Nachbarn und die Kollegen nicht beschützt. Ja, der Antisemitismus in der Gesellschaft hat dazu geführt, dass die Juden verfolgt worden sind und dass sie ermordet wurden. 6 Millionen Juden. Und auch deshalb ist es unsere Pflicht, allen antisemitischen Anfeindungen entschieden entgegenzutreten. Wehret den Anfängen.
Das ist keine Floskel. Das gilt immer noch, und das ist eine Aufgabe, das ist eine Daueraufgabe, denen sich alle gesellschaftlichen Kräfte widmen müssen. Der Angreifer in Berlin war, nach allem, was wir wissen, ein Zuwanderer. Und da sage ich auch ganz klar, wer hier leben will, der muss sich den Grundlagen unseres Zusammenlebens verpflichten. Und dazu gehört, natürlich die Absage an Antisemitismus und die Anerkennung des Existenzrechts Israels. Das sind unsere Grundlagen, und die gelten für alle. Ja, wir haben in Deutschland ein Antisemitismusproblem. Das hat ja mit 1945 nicht schlagartig aufgehört. Und jüdische Einrichtungen, die müssen seit Jahrzehnten schon beschützt werden. Diesen Antisemitismus, den gibt es bei Rechtsextremen, bei Rechtspopulisten, in Teilen bei den Linken, latent und verklausuliert auch in der Mitte der Gesellschaft, aber auch bei Zuwanderern aus arabischen Staaten. Das stimmt. Wenn man sich aber die Statistik des Bundesinnenministeriums ansieht, da sieht man, 90% dieser antisemitischen Straftaten werden von Deutschen begangen. Unsere Aufgabe dabei ist es, klar zu benennen, wenn es zu solchen Straftaten kommt, und diesen Hass zu bekämpfen, egal wo er herkommt. Was mir ganz wichtig ist, ist, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, an die Tabubrüche, die Antisemiten begehen. Wer Menschen auf offener Straße angreift, weil sie religiöse Symbole tragen, macht sich nicht nur strafbar, sondern er begibt sich außerhalb unseres gesellschaftlichen Konsens. Wer im Land der Täter des Holocaust die Erinnerungskultur versucht, lächerlich zu machen oder einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit zu ziehen, begibt sich außerhalb dieses Konsens. Und wer Hunde auf Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe hetzt, begibt sich außerhalb unseres Konsens, wo Menschlichkeit und Demokratie diese Werte gelten. Wir müssen alle zusammen dafür sorgen, dass jeder einzelne dieser Überschreitungen der roten Linien, dass die benannt werden und dass sie gestoppt werden. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Was bezwecken die Menschen damit, dass sie Tabubrüche begehen und diese roten Linien zu überschreiten? Sie versuchen, die roten Linien, die Linien, die wir haben in unserer Gesellschaft, zu verschieben. Und das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Abschließend möchte ich sagen, dieses Land ist immer noch ein Land, wo Demokratie, Toleranz und Menschenrechte gelebt werden und wo Antisemitismus geächtet wird. Dieses Land ist stark, und die große Mehrheit der Menschen teilt unseren Grundkonsens. Mein Appell an Sie alle ist, sorgen wir dafür, dass dieser Grundkonsens erhalten bleibt. Bleiben wir in dieser Frage beisammen, und sorgen wir alle zusammen dafür, dass Demokratie und Menschenrechte verteidigt werden und Angriffe, wie wir sie erlebt haben, jetzt egal von wem, dass sie geächtet werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Weltmeier. Spricht nun der Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Judenfeindschaft und Antisemitismus haben in Europa eine schreckliche, jahrhundertelange Tradition. Jüdinnen und Juden werden seit mehr als 1500 Jahren als angebliche Verursacher aller möglichen Fehlentwicklungen ausgegrenzt, verfolgt, vertrieben und ermordet. Im 19. Jahrhundert entstand in Europa die politische Ideologie des Antisemitismus. Und dieser Antisemitismus bereitete im 20. Jahrhundert den ideologischen Nährboden für den deutschen Faschismus, der den Massenmord an den europäischen Juden staatlich organisierte und industriell durchführte. Aus diesem großen Menschheitsverbrechen entspringt die besondere Verantwortung, sich konsequent gegen Antisemitismus, aber auch allen faschistischen Bestrebungen entgegenzustellen, meine Damen und Herren. Und auch heute, mehr als 70 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus durch die Alliierten, ist der Antisemitismus keineswegs überwunden.
Nach dem ersten Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus von 2011 sind latent antisemitische Einstellungen und Denkmuster, die sich nicht in Straftaten äußern, in Deutschland, ich zitiere, in erheblichem Umfang bis in die Mitte der Gesellschaft verankert. So belegen verschiedene Untersuchungen seit vielen Jahren, es ist ja auch hier und heute gesagt worden, einen Anteil von 20% der Bevölkerung mit latent antisemitischen Einstellungen. Die praktischen Konsequenzen dieses nach wie vor virulenten Antisemitismus lassen sich bedauerlicherweise tagtäglich beobachten. So verzeichneten die Behörden für 2017, es ist schon gesagt worden, 1.400 antisemitische Straftaten. Jüdische Einrichtungen in Deutschland müssen auch heute noch von der Polizei geschützt werden. Jüdische Friedhöfe werden regelmäßig von Antisemiten geschändet. Zu den Erkenntnissen des ersten Expertenberichts zählte, dass das rechtsextremistische Lager in Deutschland weiterhin der wichtigste politische Träger eines manifesten Antisemitismus ist. Rund 90% aller antisemitischen Straftaten werden von Tätern begangen, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. In der aktuellen Debatte bekommt man mitunter den Eindruck, oder es wird der Eindruck erweckt, Muslime und Migranten seien die in der Hauptsache Verursacher von Antisemitismus. Aber der zweite Expertenbericht, der in diesen Tagen vorgestellt wurde, der warnt ausdrücklich davor, die Bedeutung des Rechtsextremismus beim Antisemitismus zu vernachlässigen oder zu verharmlosen. Wir als Fraktion vertreten die Auffassung, dass Antisemitismus ein Problem der gesamten Gesellschaft ist, unabhängig, ob es Alteingesessene oder Neuhinzugekommene sind. Ein Problem der gesamten Gesellschaft, aus deren Mitte der Antisemitismus immer wieder entspringt. Deshalb bedarf es einer nachhaltigen und öffentlichen Thematisierung des Problems Antisemitismus. Das gilt insbesondere auch in Zeiten, in denen eine im Bundestag vertretene Partei, die sich auch anschickt, in den Hessischen Landtag einzuziehen, davon spricht, die deutsche Erinnerungskultur aufzubrechen, dessen Fraktionsvorsitzender das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Mahnmal der Schande bezeichnet und im Stuttgarter Landtag ein Vertreter einer Partei sitzt, der aufgrund seiner antisemitischen Schriften höchstrichterlich als Holocaust-Leugner bezeichnet werden darf. Diesen antisemitischen Tendenzen gilt es, entschieden entgegenzutreten. Für die LINKE bleibt die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte und den Ideologien der heutigen extremen Rechten ein entscheidender Punkt im Kampf gegen den Antisemitismus. Projekte, die sich gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus richten, müssen dauerhaft finanziell abgesichert werden. Die historischen Erinnerungsorte an den Faschismus müssen erhalten und eine ausreichende finanzielle Ausstattung gesichert werden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte muss gefördert werden. Und natürlich gilt es, das jüdische Leben in Deutschland und in Hessen weiter zu fördern und zu verbreitern. Dazu gehört auch die Unterstützung der entsprechenden kulturellen, akademischen und gesellschaftlichen Einrichtungen. Und natürlich müssen antisemitische Straftaten konsequent geahndet werden. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herr Josef Schuster, hat in diesen Tagen gesagt, wir haben uns in Deutschland viel zu gemütlich eingerichtet. Ein bisschen Antisemitismus, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Islamfeindlichkeit ist doch alles nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Da hat der Vorsitzende zweifelsohne Recht. Und natürlich müssen wir in Hessen Antisemitismus entschieden entgegentreten, aber ebenso entschieden wie allen anderen ausgrenzenden menschenfeindlichen Einstellungen und Handlungen auch. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Frau Abg. Öztürk. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich gemeldet, weil ich zwei Dinge auch noch einmal betonen möchte. Ja, der Antisemitismus ist ein Problem unserer gesamten Gesellschaft, und zwar nicht seitdem in Berlin die Vorfälle passiert sind. Deswegen wünsche ich mir, dass wir dieses Thema immer wieder aufgreifen und nicht zur Aktuellen Stunde, weil wir einen Anlass geliefert bekommen. Wenn wir ernsthaft dieses Thema in unserer Gesellschaft diskutieren wollen, dann haben wir die Anlässe auch schon vor 10 Jahren gehabt, vor 15 Jahren gehabt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir hier im Lande Hessen auch einen Antidiskriminierungsbeauftragten haben, weil uns ja klar ist, dass in bestimmten Bereichen Handlungsbedarf ist. Von daher wünsche ich mir, dass wir das nicht nur auf die Berliner Ereignisse, die da stattgefunden haben, weil ein Migrant
gekommen ist und den jungen Menschen verprügelt hat. Ich finde das auch gut, dass er sich gestellt hat der Polizei. Und ich hoffe auch, dass damit der Täter vielleicht auch Einsicht gewinnen kann. Weil wir müssen in dieser Gesellschaft, wenn wir ernsthaft das Antisemitismusproblem lösen wollen, müssen wir tagtäglich damit zu tun haben und nicht nur zur Aktuellen Stunde, meine Damen und Herren. Ich möchte eine Sache noch einmal betonen. Es gibt den Antisemitismus in Deutschland nicht, seitdem die Migranten hierher zugezogen sind. Es ist aber auch klar, dass in vielen migrantischen Familien, vielen muslimischen Familien, der Antisemitismus sehr stark bagatellisiert wird. Und wenn wir das benennen mit dem Namen, dass eben auch die Familien hier in die Verantwortung genommen werden müssen, wünsche ich mir definitiv viel mehr Räume in den Schulen, eine ganz andere Stärkung der Lehrerinnen und Lehrer. Ich wünsche mir auch eine ganz andere Unterstützung der Eltern, vor allen Dingen, wenn antisemitische Themen im Alltag diskutiert werden, dass dafür Räume in den Schulen geschaffen werden, meine Damen und Herren. Der Antisemitismusbeauftragte, den wir einrichten wollen, es ist wichtig, dass es nicht nur eine symbolhafte Handlung bleibt. Ich habe, als ich im Jahre 2016 im Dezember in Israel war, mich sehr darüber gewundert, dass sehr viele jüdische Menschen aus Frankreich zurück nach Israel gegangen sind, weil sie das Gefühl hatten, der Antisemitismus, den sie jeden Tag erleben, wird von der Gesellschaft einfach geduldet, nicht zur Kenntnis genommen und sie werden nicht unterstützt, dass Menschen, Franzosen, junge Franzosen, jüdische Franzosen auswandern mussten. Das war für mich ein Schock. Das ist etwas, was wir hier in Deutschland auf gar keinen Fall zulassen dürfen. Es ist wichtig, dass wir den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern klarmachen, dass wir ihre Probleme, die sie tagtäglich auch schon vor 20 Jahren in Deutschland erlebt haben, auch schon vor 10 und 15 Jahren erlebt haben, dass wir das ernst nehmen, wenn mir deutsche Schüler sagen, ich bin nicht mehr verantwortlich für das, was meine Großeltern gemacht haben, das, was meine Großeltern im Zweiten Weltkrieg verursacht haben, das ist nicht mehr in meiner Verantwortung, dann ist das genauso eine alarmierende Aussage, die wir nicht mit dem Schulterzucken zur Seite legen dürfen, wie auch wenn junge Muslime sagen, die Politik Israels sei quasi Grund genug, um antisemitisch zu sein. Auch da müssen wir aufpassen. Antisemitismus darf auf keinen Fall mit politischer Kritik vermischt werden. Und wenn wir heute Probleme in der Gesellschaft diskutieren, dürfen wir es auch nicht zulassen, dass junge Menschen, die in Deutschland auf ihrer Identitätssuche sind, deutsche junge Menschen, die nach ihrer Identität suchen, dass sie nicht leichtfertig sagen, mit dem, was meine Großeltern gemacht haben, habe ich heute nichts mehr zu tun. Doch, wir haben etwas damit zu tun. Die Verantwortung tragen wir zusammen. Und deswegen lassen Sie uns öfter über das Thema reden, nicht nur in der Aktuellen Stunde, wenn in Berlin was passiert ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Özçök. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Hessen darf es keinen Platz geben für Antisemitismus, genauso wenig keinen Platz für Rassismus und genauso wenig keinen Platz für Fremdenfeindlichkeit. Ich begrüße sehr, dass der Hessische Landtag heute, wenn man jetzt mal alles in allem zusammennimmt, doch recht übereinstimmt, ein klares Bekenntnis abgeliefert hat. Das ist kein Ritual. Das ist eine Notwendigkeit, um vieles von dem, was Sie angesprochen haben, deutlich zu machen und um die Sache auf den Punkt zu bringen. Antisemitismus geht nicht nur die Juden an. Das ist nicht nur ein Angriff gegen die Juden. Antisemitismus, das ist ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, und deshalb ist es ein Angriff auf uns alle. Meine Damen und Herren, das geht uns alle an, nicht nur als Ritual. Frau Kollegin Öztürk, ich nehme das gerne auf, wenn der Präsident des Zentralrates öffentlich jüdischen Mitbürgern empfiehlt, in der Öffentlichkeit keine Kippa zu tragen. Dann muss uns das aufrütteln. Dann ist das ein Signal. Man kann es auch als ein Hilfeschrei sehen. Und ich möchte nicht, dass die Alternative so aussieht wie in Frankreich, wo die jüdischen Gemeinden ihre jüdischen Mitgläubigen und Bürger auffordern, auszuwandern. Insofern ist Antisemitismus kein Thema, das uns nur in Hessen oder in Deutschland beschäftigt. Es macht die Sache nicht besser, aber es zeigt die Dramatik. Und deshalb, meine Damen und Herren, es geht uns alle an.
Es gibt eine gefährliche Formel, wenn man sagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das ist es. Aber es ist auch ein bisschen die Gefahr, dass es dann sozusagen so irgendwie ins Allgemeine verschoben wird. Die größte Gefahr jeder freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der größte Einfallskorridor für Antisemitismus, für Rassismus, für Fremdenfeindlichkeit ist immer zuerst die Gleichgültigkeit der Menschen. Wir dürfen nicht gleichgültig sein. Und es darf nicht sein, dass solche Dinge sozusagen gesellschaftsfähig sind. Deshalb ist es eine Sache der allgemeinen gesellschaftlichen Auseinandersetzung, aber es ist ganz vorneweg eine Sache von jedem Einzelnen und insbesondere auch von denen, die wie wir öffentliche Verantwortung tragen. Das Land Hessen hat eine lange Tradition in der Unterstützung und in der Hilfestellung und in der Sensibilität, wenn es um diese Fragen geht. Wir werden in wenigen Wochen einen besonderen Geburtstag feiern, unseres früheren Generalstaatsanwalts Bauer. Er war derjenige, der mutig, heftig umstritten die Auschwitz-Prozesse durchgesetzt hat. Das war sozusagen die größte Leistung gegen das Vergessen. Es war zum ersten Mal, dass Täter und Opfer ein Gesicht bekommen haben. Ich weiß nicht, ob wir darauf stolz sein können. Wir heute haben daran keinen Anteil. Aber es ist ein Stück Stolz für Hessen. Und Kollege Rock und viele andere, zeigen Sie mir einmal ein Land, in dem so viel geschieht wie bei uns, wenn es um die Frage geht der Vorbeugung, der Prävention, aber auch der Unterstützung, wenn es um die Frage jüdischen Lebens geht. Wir sollten doch nicht mit kleiner Münze arbeiten. Wir waren uns hier immer einig, wenn es um solche Fragen ging. Und ich möchte das gerne aufrechterhalten. Und ich füge eine persönliche Bemerkung hinzu. Sie haben von Ihrem ersten Besuch in Yad Vashem gesprochen. Ich meine, wir wären sogar zusammen da gewesen. Ich habe ganz bewusst meine erste Auslandsreise als Ministerpräsident nach Israel gemacht. Das war kein Zufall. Ich bin seit vielen Jahren mit den jüdischen Gemeinden in unterschiedlichster Form sehr, sehr verbunden. Ich bin Präsident der Jerusalem Foundation, indem ich mich darum bemühe, in einem sehr schwierigen Umfeld zu helfen, zu unterstützen und trotzdem nicht einseitig zu sein. Und dazu will ich zwei Dinge sagen. Ja, wir haben eine Debatte über die Frage, ist Antisemitismus nicht auch deshalb stärker geworden oder empfinden wir es als stärker durch die Zuwanderung vieler Muslime? Das kann doch mit Verstand niemand bezweifeln. Junge Menschen, die nichts anderes kennengelernt haben in ihrer Heimat als eine in der Regel instrumentalisierte Judenfeindlichkeit, in der man alles, was irgendwie einen bedrückt, den Juden zuordnet, ob das der Irak ist, Syrien und viele andere Länder mehr. Herr Kollege Schalauske, Sie haben von Europa gesprochen. Leider Gottes ist das Phänomen des Antisemitismus weltweit. Aber trotzdem. Das kann man nicht bestreiten. Aber ich bitte schon, dass wir differenzieren. Nicht jeder junge Muslim ist automatisch ein Antisemit. Nicht jeder junge Muslim ist automatisch jemand, der unsere Werteordnung nicht akzeptiert. Und jetzt wird der Bogen deutlich. Wenn jemand zu uns kommt und hier für sich und seine Familie seine Zukunft haben will, dann ist es unumgänglich, dass er dieses Land annimmt. Sonst wird er hier nie ankommen. Und dieses Land annehmen bedeutet eben auch die Besonderheit und die besondere Verpflichtung unseres Landes gegenüber dem Judentum und jüdischen Menschen. Natürlich kann
Und je nach Blickwinkel darf oder muss man die israelische Regierungspolitik begrüßen, begleiten oder kritisch bewerten. Selbstverständlich. Das ist im Übrigen die einzige wirkliche Demokratie in dieser ganzen Region. Auch das muss einmal gesagt werden. Aber wir müssen schon klarmachen, Kritik an einer Regierungspolitik, das zeichnet uns aus, und diese Möglichkeiten muss es geben. Etwas völlig anderes ist es jedoch, wenn wir darüber sprechen, dass zu unserer Staatsräson gehört, das Existenzrecht Israels nicht zu bezweifeln oder gar in Abrede zu stellen. Und wer sich mit der Hamas oder der Hisbollah in die gleiche Rolle stellt, die die Juden immer noch ins Meer treiben wollen, der muss verstehen, das gehört nicht zu unserer staatlichen Ordnung, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schäfer-Gümbel hat mir gesagt, er muss raus. Bitte um Nachsicht, ich gehe jetzt auf Sie ein. Rechtsstaatsklasse. Ja, okay. Ich bin jetzt halt dran. Rechtsstaatsklassen. Habe ich gelesen? Ja, was hat er denn sich wieder ausgedacht? Es wäre doch gut, wenn alle möglichst gut unterrichtet werden über die Grundlagen unseres Landes. Unbestritten. Völlig unbestritten. Das ist aber doch kein Argument, dass wir dort, wo besonderer Handlungsbedarf ist, nichts tun. Und wenn jetzt Menschen zu uns kommen, in sehr schwieriger Situation, viele junge Menschen, haben wir zum Beispiel in den Erstaufnahmeeinrichtungen und noch heute, und jetzt sage ich mal bewusst, die Freude, dass 350 oder 400 Richterinnen und Richter und Staatsanwälte freiwillig ehrenamtlich dahingehen und denen erklären, was unsere Grundlagen sind. Meine Damen und Herren, das kann man doch nicht kritisieren. Da muss man dankbar für sein. Es ist übrigens das einzige Land, Hessen, das so etwas macht. Wir haben keinen Nachholbedarf. Unser beispielhaftes Netzwerk der Prävention, das oft genug von allen gelobt wurde, das gehört auch zu der Frage dazu, was können wir aktiv tun. Sie, Herr Kollege Schalauske, haben davon gesprochen, in Wissenschaft und Forschung. Wir haben eine Professur zur Holocaust-Forschung. Das haben wir hier einvernehmlich beschlossen. Das ist doch gut. Und ich will es nur sagen, weil gelegentlich hier der Eindruck entstanden ist, dass wir nur heute darüber reden. Das ist eine Daueraufgabe. Und weil es eine Daueraufgabe ist, haben wir uns auch entschieden, einen Antisemitismusbeauftragten zu benennen. Das werden wir in Übereinstimmung mit den jüdischen Gemeinden im Lande machen. Und wenn es jetzt ein oder zwei Länder gab vor uns, Glückwunsch, das ist doch kein Grund, dass wir das jetzt nicht machen. Ich habe mit Freude entgegengenommen, dass zumindest die größte Oppositionspartei, vielleicht auch alle, das für richtig halten. Aber es ist eben nicht nur die Aufgabe eines Beauftragten, sondern es ist immer die Aufgabe von uns allen. Und wir müssen der Gleichgültigkeit entgegentreten. Und jetzt sind wir mal ehrlich miteinander. Wenn Sie ins Netz schauen, was dort an Hass, was dort sich ergießt, ist unerträglich. Das ist das, was ich meine mit dem Schleichen. Und wenn auf den Schulhöfen gerufen wird, du Jude, dann ist das nicht strafbar. Aber was gemeint ist, ist schon klar. Es ist die Botschaft der Ausgrenzung. Es ist die Botschaft, du gehörst nicht zu uns. Und genau darum geht es. Und da können wir 100 Erlasse schreiben, ohne jede Wirkung. Wenn nicht jemand da ist, hoffentlich junge Menschen, aber allemal auch die, die ein bisschen älter sind, die da nicht einfach vorbeigehen, sondern die sagen, pass mal auf, der Zwölfjährige, der das gerufen hat, der sich vielleicht gar nicht klar ist, was das bedeutet, sagen wir, was meinst du denn eigentlich? Lass uns mal drüber reden. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Es genügt keine Empörungskultur, sondern es sind die vielen, vielen kleinen Schritte. Und es ist die Überzeugung, Demokratie lebt nicht von den Gleichgültigen. Demokratie lebt von den Mutigen. Und die brauchen wir beim Antisemitismus bekämpfen, genauso wie bei der Rassismusbekämpfung oder der Fremdenfeindlichkeit. Und deshalb, meine Damen und Herren, Kollege Schäfer-Gümbel hat das angesprochen, die Echo-Verleihung.
Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Wir haben hier im Hause auch des Öfteren über solche Fragen gesprochen, die Freiheit der Kunst. Sie ist ein Kernstück jeder Demokratie. Also gilt es für uns, als diejenigen, die politische Verantwortung tragen, damit klug und differenziert umzugehen. Kunst darf viel, Kunst soll auch viel. Aber es fällt mir schwer, wenn ein bundesdeutsches Kulturereignis stattfindet, dort diejenigen ausgezeichnet werden, die die Auschwitz-Opfer verhöhnen. Und die ganze Szene feiert Party, während in Auschwitz ein leiser Trauermarsch am gleichen Tag stattfand. Jetzt haben die beschlossen, dass sie das aufgeben wollen. Für mich ist viel wichtiger, hat da nicht irgendjemand vorher mal nachgedacht? Hat da nicht irgendjemand mal vorher gesagt, hat damit irgendjemand mal kapiert, die Verkaufszahlen rechtfertigen eben nicht alles? Und deshalb, meine Damen und Herren, das war keine Sternstunde unseres kulturellen Lebens. Es war aus meiner Sicht ein Tiefpunkt. Und deshalb, wenn wir das alles zusammenpacken, der heutige Tag gibt uns Gelegenheit, ein Bekenntnis abzuliefern. Aber er verpflichtet uns auch. Wir hier in Hessen sind stolz auf unsere freiheitliche, auf unsere liberale Tradition. Dieser Stolz, den wir haben dürfen, auf die, die vor uns gearbeitet haben, verpflichtet uns, alles zu tun, damit es so bleibt. Und deshalb kann doch die Botschaft nur sein, in Hessen ist kein Platz für Antisemitismus, kein Platz für Rassismus oder auch für Fremdenfeindlichkeit. Und das heißt ganz konkret, überall dort, wo gegen die, die anders aussehen, gegen die, die anders glauben, gegen die, die irgendwie anders sind, bei jedem Versuch der Ausgrenzung mutig entgegenzutreten. Das gilt immer, aber beim Kampf gegen den Antisemitismus gilt es aus vielerlei Gründen ganz besonders. Ich danke Ihnen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 88 besprochen.